Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mass Effect. Ich habe mir gedacht, wir haben ja damals für unsere Dienste, die wir Aria auf Omega geleistet haben, von ihr den Standort eines Schmuggeldepots erhalten, wo sie gesagt hat, sie kann damit nichts mehr anfangen, aber sie möchte auch nicht, dass das alles verfällt. Deswegen überlässt sie uns den Standort. Und ich habe gedacht, warum sollten wir da nicht einfach mal hinfliegen, vorbeischauen, gucken, was wir da so aufklauben können. Und da ich schon vermutet habe, dass das Ganze bewacht sein könnte, und wir haben ja eben schon mindestens zwei schwere Ymir-Max gesehen, habe ich gedacht, wir bringen mal richtig schön viel Feuerpower. Diese Feuerpower besteht aus Said, ja, unserem schweren Söldner, der extra für solche Missionen auch angeheuert worden ist. Und dann habe ich gedacht, könnten wir gleich mal einen Feldtest mit unserem neuesten kroganischen Reinblut durchführen. Deswegen ist Grunt auch mit von der Partie. Ich gucke gerade mal, welche Waffen die ausgerüstet haben. Grunt hat seine Claymore-Schrotflinte, wunderbar. Said kriegt mal die Incisor, der soll mal ein bisschen auf Distanz bleiben. Und dann hinein. Ich habe jetzt natürlich nicht so viele Sachen, die mit schwerer Panzerung was machen können. So, was wir hier machen müssen, ist die schweren Mechs zerstören, Sie alle drei. Gesehen. Bevor die Kisten kaputt machen. Fehlverfolgung. Oha. Es wird explodieren. So, sind noch 15 Kisten intakt. Okay, ich drücke mal den Firestorm aus. Jetzt. Ah, sich hinter zerbrechlichen Kisten zu verstecken, ist natürlich dämlich. Verrecke! Bevor ich verrecke! Scheiße, das erste Mal, dass wir gestorben sind. Gut, das machen wir gleich nochmal. Was passiert denn, wenn ich jetzt fortfahren wähle? Da auf die, bei dieser Mission kommt es jetzt wirklich auf Zeit an. Weil es gibt eine Maximalanzahl an Belohnungen, die wir für diese Mission kriegen. Und jede Kiste, die zerstört wird, reduziert diese Belohnung um einen bestimmten Prozentsatz. Das heißt, wenn wir zulassen, dass diese Max wirklich jede einzelne Kiste zerstört. Oh nö, ich muss das jetzt nicht alles nochmal machen, oder? Inklusive des Level-Ups und allem. Das würde mich jetzt total nerven. Oh, natürlich muss ich das nochmal machen. Okay. Zack. Oh, das nervt total. Hier habe ich erstmal alles in den kroganischen Berserker gesteckt und ihm die Reinblutfertigkeit gegeben für erhöhte Gesundheitsregeneration. Und dann noch so ein bisschen. Wir verteilen Said. Habe ich die Inferno-Granate aufgewertet. So, dann Grunt noch seine Claymore in die Hand gedrückt. Und dann geht's los. Ja, komm, das Video können wir überspringen jetzt, ja? Gut. Nehmen wir die Geth Plasma Schrotflinte für diese Mission. Und vor allem werde ich. Er hat doch gerade gespeichert, oder? Online. Bin dabei. Bin dabei. So, wir gehen mal näher ran. Und jetzt gib's ihm! So, und jetzt komm! Rums! War der erste. Jetzt müssen wir mal den zweiten erledigen. Und am besten nehmen wir dafür so ein paar Fertigkeiten mal. Ich habe Schilde verloren. So. Zwei Inferno-Granaten mal drauf. Um die Panzerung so ein bisschen zu plätten. So, dann können wir natürlich mal unseren intensiven Adrenalinstoß starten. Shepard. So. Einer noch, der ist da hinten unterwegs. Leute, schnappt ihn euch. Das ist euer Ziel. Hab das Ziel. So, Feuer frei. Noch sind über die Hälfte der Kisten intakt.
Said, zeig mal, warum wir deine Inferno-Granate überhaupt benutzen sollten. Die ist scheiße. Die ist richtig scheiße. Es wird explodieren. Ich will eine andere Fertigkeit. So, boah, das waren die Max. Es nervt mich total, dass wir draufgegangen sind. Aber jetzt können wir noch ein bisschen looten hier und haben jetzt natürlich jederzeit die Möglichkeit, die Mission zu beenden. Wir sollten jetzt beim Rumlaufen hier natürlich darauf achten, dass wir nicht aus Versehen noch weitere Kisten kaputt machen. Das wäre dämlich. Zugriff aufs Wartungssystem. Musste noch eine komplette Wartung vornehmen. Der Sand gerät immer wieder in unsere Ausrüstung. Erhöht die Häufigkeit von Systemüberprüfungen. Wir müssen bereit sein, den ganzen Laden zuzumachen, sobald uns jemand vom Orbit aus entdeckt. Ja, deswegen haben die Max auch den Auftrag gehabt, hier die Kisten zu zerstören. Wir haben ja gesehen, da sind irgendwelche Landungsschiffe abgezischt. Das heißt, wirklich bis zu dem Moment, wo wir hier gekommen sind, waren hier noch Schmuggler vor Ort. Feindliches Schiff im Orbit geordnet. FFS-ID bestätigt. Cerberus. Initiiere Abschiedsprotokoll. Aktiviere Sicherheitssysteme. Zerstörungsbefehl erhalten. Initiiere Säuberungsroutine. Routine initiiert. Aktiviere Mac-Sicherheit. Mac-Sicherheit aktiviert. Blockiere Zugriff auf Terminals. Blockiert. Ja, ich sehe, wie der Zugriff blockiert ist auf die Terminals. So könnte hier noch irgendwo was versteckt sein. Da ist noch das andere Wartungssystem. Wir gucken hier noch einmal. Und ansonsten denke ich, können wir zurück auf die Normandy. Mission abgeschlossen. Das ging jetzt wirklich schnell. 11 Kisten gerettet. Deswegen nur 3750 Credits erhalten. Ne, 2100. Ja. Da wäre mehr drin gewesen. Bisschen schade. Ich weiß auch nicht so genau, wie man das schaffen soll, wirklich alle 20 Kisten zu retten. Es ist irgendwie möglich, aber wie? Es muss ja möglich sein. Wie soll man sonst hier irgendwie die volle Belohnung kassieren können? Fragen über Fragen. Die nächste Frage, die sich mir stellt, was machen wir als nächstes? Fische füttern, ist klar. Solange Kelly das noch nicht selber für uns macht, müssen wir uns damit beschäftigen. Gucken wir mal kurz bei Joker vorbei und hören mal, was der zu Grunt zu sagen hat. Und dann, nächste Mission. Machen wir. Hier in diesem Cluster ist noch eine weitere Anomalie. Da machen wir einfach Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ja, ja, nehme ich in meinem Quartier entgegen, Kelly. Hier ist noch eine Anomalie, die ist gar nicht so weit weg. Die machen wir als nächstes. Und danach Firewalker. Overlord machen wir später. Gute Arbeit auf Daratar von Cerberus Oberkommando. Alter, ich arbeite nicht für Cerberus. Ich bin kein Angestellter von euch. Euer Oberkommando ist mir scheißegal. Gute Arbeit. Wir wussten, dass Eclipse wertvolle Fracht auf Daratar versteckt. Aber wir konnten nicht landen, weil ihre Söldner sonst womöglich die Kisten zerstört hätten. Wir haben die Credits auf ihr Konto überwiesen und sind sehr froh, sie bei uns zu haben, Shepard. Ich bin nicht bei euch! Alter, das regt mich schon wieder so auf. Ich bin nicht bei Cerberus und ich werde auch nie zu Cerberus gehören. Das könnt ihr vergessen, Leute. Dass das Spiel das so darstellt, als wäre ich Cerberus Top-Agent oder sowas. Ja? Man hat zwar immer wieder die Möglichkeit zu sagen, oh nö, ich bin doch nicht bei euch, aber das Spiel tut so, als wäre ihm das scheißegal. Finde ich total doof. Genauso wie mit dem Rat. Ja, der Rat verweigert uns die Unterstützung, weil wir Mitglied von Cerberus sind. A, sind wir kein Mitglied von Cerberus und B, arbeiten wir nur mit denen zusammen, weil der Rat uns nicht unterstützt. Das ist ein Teufelskreis, das ist so dämlich. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Ja, ich weiß, ich habe ja auch gerade erst meine E-Mails gecheckt. Joker, ich komme. Angewatschelt. Na, mein Freund. Commander,
Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Grunt trägt nicht gerade zu mehr Stabilität bei, Commander. Said ist wie Sie, nimmt dafür aber Schecks. Solange es nicht um mein Geld geht, ist alles in Ordnung. Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Wir müssen uns bei Gelegenheit dann auch mal mit Grunt richtig unterhalten, aber da ist er ja im Moment nicht dran interessiert. Wo guckt denn der immer hin? Das nervt mich total. So, Fische sind gefüttert, mit Joker ist gesprochen. Ich würde sagen, wir steuern direkt die nächste Anomalie an. Gar nicht so viel Zeit verschwenden jetzt hier. So, irgendwo hier in diesem Cluster war noch eine Anomalie. Da. Im Ploitari-System. Gucken wir mal, was das ist. Und dann überlegen wir, wen wir vielleicht als Teammitglieder mit unternehmen. Ich habe eine Anomalie geortet. Ich weiß. Allgemeiner Notruf wieder. Aufzeichnung beschädigt. Art des Vorfalls nicht vermerkt. Unterstützung benötigt. Allgemeiner Notruf. Benutzer nicht registriert unterwegs. Oder Aufzeichnung beschädigt. Ich habe etwas gefunden. Die Allianz hält alle Schiffe dazu an, nach Hinweisen auf den verschollenen Frachter MSV Estevanico Ausschau zu halten, der vor einem Jahr in diesem Sektor verschwunden ist. Für alle Informationen, die helfen, das Schicksal der Estevanico zu ergründen, gibt es eine Belohnung. Oberflächenscans deuten auf ein großes Schiffswrack hin. Die Signatur weist Ähnlichkeiten mit dem Allianzfrachter MSV Estevanico auf. Die Struktursicherheit des Wracks ist kritisch. Die Lebenserhaltung ist beschädigt, müsste aber für eine Minimalcrew ausreichen. Erhöhte Vorsicht ist anzuraten. Okay, an die Mission erinnere ich mich. Bei dieser Mission brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, wen wir eventuell zum Feuerschutz mit runternehmen. Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass Shepard diese Mission tatsächlich völlig alleine durchführt. Und das ist auch eine der Missionen, die wirklich sehr verbuggt waren. Ich hoffe, da geht jetzt nichts schief. Genau. So, wir müssen uns jetzt nämlich auf diesem Wrack hier nach unten arbeiten, Stück für Stück. Eine Durchsuchung des Wracks liefert wahrscheinlich Informationen über die letzten Stunden der Estevanico. Warnung, das Wrack könnte aus dem Gleichgewicht geraten und die Klippe hinabstürzen. Dazu müssen wir uns hier so ein bisschen... Den Weg auch freischießen, aber nicht so, wie ihr jetzt vielleicht denkt. Also wir müssen hier nicht gegen irgendwelche Gegner kämpfen. Der Scanner zeigt keine Lebenssignale, aber wir müssen so ein bisschen, ja, es ist nicht wirklich Jump and Run, es ist mehr so ein Environmental Puzzle. Wo wir hier einen Weg finden müssen, um möglichst viele von den Ressourcen mitzunehmen. Scheiße. Komm ich denn da rüber? Ich will an das Iridium kommen. Ach, da hinten geht's hoch. Komm ich da irgendwie hin? Vielleicht von hier oben auch. Ne, da kommen wir auch nicht rüber, ne? Schiete. Hier, wir gehen erstmal weiter. Das Iridium ist eigentlich auch nebensächlich. Ich meine, Ressourcen kriegen wir mehr als genug durch das Probing. Aber ich würde es trotzdem gern mitnehmen. Dann für eine Möglichkeit hier irgendwas... Und wir nehmen eine andere Waffe. Aber ihr seht schon, wieso das Ganze vielleicht sehr verbuggt sein könnte. Dadurch, dass wir uns hier Wege freischießen, bleiben wir manchmal einfach in der Umgebung hängen. Das ist sehr unschön. So, da kann ich auch hoch, ne?
Müssen natürlich aufpassen, dass wir hier nicht runterfallen. Frage ist natürlich, was will ich hier oben? Hier geht's doch schon los. So. Ist hier oben noch irgendwas zu mitnehmen? Oder kommen wir hierher? Oh oh. Ich glaube, hier geht es sogar weiter. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen mehr beeilen. Ich will das Iridium da unten haben. Dann müssen wir jetzt hier hinten rüber. Da ist ein Computer oder irgendwas. Das ist unser Endziel. Ja, uah. Als ich das erste Mal gespielt habe, musste ich diese Mission, glaube ich, 5 oder 6 Mal neu starten, weil es ständig irgendwo verbuggt war und ich an irgendwelchen Ecken hängen blieb und es einfach nicht mehr weiterging. Hat mich total genervt. Praktisch. So, hier ist noch Iridium. Zack. Hier unten auch noch was. Ich steck mal die Waffe weg. Das sieht ja albern aus, was der da macht. Also. Ich höre doch noch was. Aber das ist der Computer über uns, ne? Ja, okay, diese Treppe hier ist defekt. Die führt nicht bis ganz nach oben. Wenn wir einen langen Weg nehmen. Macht ja nichts. Wir haben mal Zeit. Außerdem führt der lange Weg an dem Iridium vorbei. Das hatte ich zwar schon eingesammelt, aber ist ja nicht mehr. Nicht weiter schlimm. Hätte uns das Shuttle nicht ein bisschen weiter nach unten bringen können? Das ist ja lebensgefährlich, was wir hier machen. Wow. Was war das denn? Oh Gott. Da ist der Mainframe. Geh nochmal hier oben. Geh nochmal hier oben gucken. Ob es hier noch irgendwas gibt. Nochmal irgendwas lose schließen kann oder so, anscheinend nicht. Na gut. Dann gewähre uns mal Zugriff. Ach, die Waffe weg. Wie sieht denn das aus? Was macht denn das für einen Eindruck? Wir sind hier zu Gast. Ja, klar. Jetzt könnt ihr uns hier unten abholen. Boah. Darf ich denn jetzt noch erfahren, was mit dem Schiff passiert ist? 2000 Iridium, 7500 Credits Bezahlung. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Erfahrungspunkte haben wir ja auch noch gekriegt dafür. 125 zwar nur, aber Kleinvieh macht auch Mist. Und in einem Spiel, wo jedes Level-Up nur 1000 Erfahrungspunkte braucht und der Maximallevel 30 ist, sind 125 schon gar nicht schlecht. Das ist ein Achtel eines Levels. Also 8 von diesen Sidequests sind genauso viel wert wie eine Hauptmission. Und wenn wir den Maximallevel erreichen wollen, und das möchte ich, weil wir dann nämlich einen Level 30 Shepard in Mass Effect 3 importieren können, wo der Maximallevel dann auf 60 erhöht wird, dann müssen wir diese Mission schon machen. Weil sonst reicht das nicht aus. So, kann man bestimmt eine E-Mail gekriegt, oder? Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Danke, Kelly. Wenn ich dich nicht hätte. Ein erstaunlicher Fund von Dr. Richard Talos, Kurator Allianzmuseum für die Erkundung der Galaxie. Commander Shepard, wir möchten uns für die Beschaffung der Daten der MSV Estevanico bedanken.
Sie zeigen, dass das Schiff von Söldnern des Blood Pack und Vorcha-Soldaten angegriffen und überrannt wurde. Vom Datum her zu schließen, war das die erste Allianz-Crew, die den Vorcha gegenüberstand. Sie hatten bestimmt alle große Angst. Wir schicken jetzt Bergungstrupps los, um so viel wie möglich für das Museum zu bergen. Nochmals vielen Dank für Ihren Einsatz. Was zum Teufel? Von Tombs. Das ist dieser einzige Überlebende von diesem Cerberus-Massaker da, mit dem Thresher-Maw. Was zum Teufel spielen Sie eigentlich für ein Spiel, Shepard? Als ich auf den Cerberus-Wissenschaftler gezielt habe, haben Sie von Kameradschaft gefaselt und dass Sie mich verstehen. Und jetzt arbeiten Sie für Cerberus? Nein. An mir wurden Experimente durchgeführt, die Sie sich nicht mal vorstellen können. Jahrelang. Von Cerberus. Sie haben mich gefoltert. Sie haben mich als Laborratte benutzt. Und jetzt tun Sie sich mit denen zusammen, als wären Sie eine ganz normale Söldnertruppe. Ich habe inzwischen selbst Söldner, Shepard. Und ich töte jedes Cerberus-Team, das ich erwische. Und wenn wir uns begegnen, werde ich das auch tun. Du kannst es gerne versuchen, mein Freund, aber ich würde mir nicht zu viel davon versprechen. So, aber ansonsten, 2 Sidequests geschafft heute. Das nächste Mal wenden wir uns der nächsten Firewalker-Mission zu. Wir fahren mal wieder ein bisschen mit dem Hammer durch die Gegend. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Für heute ist hier Schluss. Danke fürs Zuschauen. Wir hören voneinander. Das nächste Mal bei Mass Effect. Raumschiffe. Schlachtschiffe. Schlachtschiffe sind die ultimativen Waffen in den Raumschlachten. Sie bestehen aus Millionen Tonnen Metall, Keramik und Kunststoff und werden gegen feindliche Schiffe mit ähnlich mächtigen Fähigkeiten eingesetzt. Kein verantwortungsvoller Kommandant würde sich dem Kampf gegen ein Schlachtschiff stellen, wenn er nicht selbst eines befehligt. Die Feuerkraft eines Schlachtschiffes ist abhängig von der Länge des Hauptgeschützes. Die Länge der Schlachtschiffe beträgt zwischen 800 Metern und 1 Kilometer. Die Hauptgeschütze weisen eine entsprechend proportionale Länge auf. Ein 800 Meter Massenbeschleuniger kann ein 2 Kilogramm Projektil alle 2 Sekunden auf eine Geschwindigkeit von 283 Kilometern pro Sekunde beschleunigen. Jedes Projektil hat eine kinetische Energie, die jener von 38 Kilotonnen TNT entspricht. 3-mal so viel Energie wie die Nuklearbombe, die Hiroshima zerstörte. Bei der Bombardierung von Planeten geht ein Teil dieser Energie durch Reibung beim Eintritt in die Atmosphäre verloren. Als Faustregel gilt, dass der Luftdruck der Erdatmosphäre etwa 20% der Aufschlagskraft eines Projektils abdämpft. Zurzeit verfügen die Turianer über 37, die Asari über 21 und die Salarianer über 16 Schlachtschiffe. Die Menschen halten 6 Schlachtschiffe, während ein weiteres gerade in der Arcturus-Station gebaut wird. Die Schlachtschiffe der Allianz sind nach Bergen auf der Erde benannt. Everest-Klasse. Everest, Fuji und Elbrus. Kilimanjaro-Klasse. Kilimanjaro, Taishan, Shasta und Aconcagua. Noch im Bau.